Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und ich habe euch mal wieder was ganz Feines mitgebracht. Und zwar heute ein Set von Kasi. Und zwar ist es die KJ84072. Das Set ist natürlich eher für den chinesischen Markt gedacht. Ich meine, das sieht man ja schon hier, chinesische Zeichen überall. Ich meine, es ist ein chinesischer Hersteller. Wer hätte es gedacht? Es ist weniger für den europäischen Markt gedacht. Sieht man auf den ersten Blick auch bei der Anleitung. Aber auf jeden Fall haben wir hier 438 Teile. Und es ist das AFT9 gepanzertes Abwehrgefährt. Heißt auf Deutsch gesagt, es ist im Endeffekt ein Geschütz für den Luftraum und man sitzt selber in einem gepanzerten Fahrzeug. Wer hätte es gedacht? Auf jeden Fall habe ich euch das Ganze mitgebracht und habe es auch schon mal gebaut. Und wir gehen einfach mal darauf ein. Ich hatte ja noch kaum Kasi hier auf diesem Kanal vorgestellt. Was positiv als erstes heraussticht, wir haben an und für sich sehr wenig Sticker. Das ist zum Beispiel gedruckt, dieses Zeichen. Das ist ein Zeichen, was in der Reihe von Kasi hier öfter vorkommt. Und zwar ist es die Military Power Reihe. Und das eben dieses Zeichen quasi, das Symbol, symbolisiert eben eine große Militärmacht. Hat dann jedes Fahrzeug dort im Endeffekt drauf. Ich zeige euch dann auch nochmal auf der Anleitung, welche verschiedenen Fahrzeuge es da noch von Kasi gibt. Das ist eine ganz schön große Produktpalette und das symbolisiert natürlich so ein bisschen eine Einheit von den Produkten und eben so diese erdachte große Militärmacht ist einfach, das finde ich eigentlich ganz cool, dass man sich da so eine eigene Welt aufbaut quasi und jetzt nicht immer auf irgendeinen verschiedenen Weltkriegspanzer hindeutet, wo man dann nochmal ein eisernes Kreuz drauf hat oder was weiß ich. Ihr wisst, was ich meine. Hier steht halt einfach mal wirklich eine eigene Spielwelt. Wir haben hier noch verschiedene Drucke und ein paar Sticker, zum Beispiel hier hinten ist wieder dieses Teil bedruckt, dieses Teil auch, das ist ein Sticker. Von der Seite ein ähnliches Bild. Da ist aber alles bedruckt. Von der anderen Seite haben wir den Schriftzug nochmal genauso, ist alles bedruckt. Ist zwar dann manchmal schade, weil man sich denkt, dann macht doch einfach alles als Druck. Warum bringt ihr da noch Sticker rein? Aber gut, das muss Kasia ja selber wissen. Wo wir jetzt schon mal so einen ersten Eindruck über das Set gewonnen haben, gehe ich jetzt mal auf den Bau ein und dafür nehmen wir natürlich die Anleitung. Auf jeden Fall schauen wir uns das Ganze mal an. Sie kam so in der Mitte geknickt, finde ich relativ schade. Das muss nicht unbedingt sein, aber gut, sie ist halt so angekommen. Was willst du machen? Hier sehen wir schon mal, wir haben verschiedene Soldaten dabei. Da kommen wir später noch drauf. Dann sehen wir, es wird ausgegraut, was schon gebaut wurde, was neu gebaut wird, ist in Farbe dargestellt. Die Bauschritte sind relativ klein dargestellt im Vergleich zu Lego. Und wir haben relativ viele Teile pro Bauschritt im Vergleich zu Lego. Das heißt nicht, dass die Anleitung schlecht ist. Das muss ich dazu sagen. Ich finde Lego-Anleitungen, auch teilweise Kobi-Anleitungen und von anderen Herstellern, manchmal echt zu einfach. Das hast du jetzt hier nicht. Ich finde, die haben da ein ganz gutes Mittelmaß gefunden. Man könnte es natürlich alles ein bisschen größer darstellen. Dann hat das nochmal so ein bisschen qualitativ einen anderen Stellenwert. Auch das Papier ist relativ dünn von der Anleitung, was die Qualität angeht. Aber sonst ist es völlig in Ordnung. Es waren jetzt keine Fehler von der Anleitung. Der Bau hat alles funktioniert, hat Spaß gemacht. Man musste immer manchmal ein bisschen knobeln. Aber an und für sich nicht, weil es schlecht dargestellt ist, sondern weil man halt relativ viele Teile in einem Bauschritt verbaut hat. Genau, es gab keine groben Fehler und damit ist das Ding eigentlich abgehakt. Insgesamt haben wir 20 Seiten und 35 Bauschritte, bis eben dieses Abwehrgeschütz fertig ist. Und auf der Rückseite von der Anleitung sehen wir einfach nochmal so ein bisschen die Produktpalette von Kasi im Military Power Bereich. Und da haben wir schon ein paar Schiffe, U-Boote, noch mehr Luftabwehrgeschütze, Jets und alles mögliche, Hubschrauber. Also es ist wirklich so, wir haben hier eine riesige Welt, die man sich da rein theoretisch aufbauen kann. Und das kann natürlich Spaß machen. Schade ist halt nur, dass einfach viele Sets von Kasi bei uns auf dem Markt nicht so geläufig sind. Da musst du dann wirklich direkt aus China bestellen. Ich meine, dann ist es auch kein Problem, wenn man da das eingeht eben, dass man sagt, ich warte 2 Wochen, kein Problem. Wer jetzt sagt, das ist nichts für mich, gut. Da muss halt von deutschen Leuten kaufen, von deutschen Verkäufern. Das ist natürlich aber auch viel teurer, als wenn es selber kauft aus China, muss man immer dazu sagen. Und die Auswahl ist dann natürlich viel kleiner. Deshalb kauft gerne solche Sachen direkt aus China. AliExpress, ganz guter Anlaufpunkt für sowas. Da bekommt ihr eigentlich Sets relativ günstig, meistens so eine Originalverpackung, aber sie kommen zuverlässig an. Ihr habt einen Käuferschutz. Das ist so eine Plattform, die ich euch empfehlen kann. Es gibt so dubiose Plattformen, die ich euch eben nicht empfehlen würde. Wenn ich aus China was bestelle, meistens aus AliExpress. Das war aber schon wieder relativ off-topic, muss ich sagen. Also kommen wir mal wieder zum Set. Kommen wir mal zu den Figuren. Und die Figuren sehen auf den ersten Blick ganz okay aus. Es sind relativ generische Soldaten, jetzt nichts Besonderes dabei. Haben halt Tarnkleidung an, haben ein bisschen Ausrüstung, schusssichere Weste, hinten so ein bisschen Ausrüstung. Die Brust ist bedruckt, die Beine sind vorne bedruckt, der Helm ist bedruckt, hinten sind sie nicht bedruckt. Jetzt kann ich euch aber sagen, die haben auf jeden Fall große Probleme. Problemzone 1 sind die Beine. Die sind viel zu leicht bei den Figuren. Die Arme viel zu schwer. Das ist, also ihr seht, eher
ziehe ich die Figur quasi auseinander von den Beinen und dem Oberkörper, als dass ich die Arme richtig bewegen kann. Und das ist das nächste. Der Oberkörper ist nur so gesichert. Und damit kriegst du keinen Druck drauf. Der Plan ist eigentlich, dass das sich reinklemmt. Das tut es aber halt kaum. Und damit ist das so leicht auseinanderzuziehen, dass damit Spielen unmöglich ist. Und dann gibt es noch große Unterschiede. Hier sind die Beine noch halbwegs in Ordnung. Hier geht's gar nicht. Also die schwingen hier schon fast von alleine rum. Und bei der anderen Figur ist es so ein Mittelmaß. Da sind die Beine und Arme halbwegs in Ordnung. Aber gut, was sollst du dazu sagen? Richtig spieltauglich ist es nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn wir jetzt beim Spielen sind, gucken wir mal, was hat denn das Teil hier für Spielfeatures? Einmal kann man natürlich das hier drehen, wer jetzt gedacht, das ist ein drehbares Flugabwehrgeschütz. Dann kann man die quasi noch so seitlich einstellen. Das ist auch relativ interessant, weil der lässt sich gut verstellen. Der hier ist sehr fest. Der hier ist sehr fest, also den reißt man eher ab, als dass man ihn verstellen kann. Das zeigt schon mal, dass es auch von der Teilequalität hier sehr, sehr große Unterschiede gibt, was es hier schon bei den Figuren gab. Es gibt wirklich Teile, die sind sehr fest, Teile, die wären fast gar nicht fest, Teile, die sehen gut aus vom Aussehen her, Teile, die sind stark zerkratzt. Es fluktuiert ganz schön. Und man sieht auch, wir haben ganz schöne Angusspunkte dran. Also qualitätskontrollenmäßig sind hier auf jeden Fall große Sprünge nach oben möglich. Trotzdem muss ich sagen, es ist bei weitem nicht das Schlechteste, was man bauen kann von der Teilequalität her. Also ist es okay, es macht auch Spaß, das zu bauen, habe ich ja schon bei der Anleitung gesagt. Aber es hat eben seine Problemstellen. Und man muss auf Probleme aufmerksam machen, um zu schauen, vielleicht können sie es ja verbessern. Wenn wir uns das jetzt hier anschauen, haben wir hier hinten auf jeden Fall noch so eine Klappe. Die kann man eben auch öffnen, wer hätte es gedacht. Und dann haben wir so ein bisschen den Innenraum. Ja, ist jetzt nichts Besonderes. Es ist einfach eine Klappe, die man öffnen kann und wo man dann in den Innenraum hat. Und wo man vielleicht mal den verletzten Soldat ganz schnell in der Schlacht hier hinten rein verstecken kann, damit er dann sicher ist im gepanzerten Wagen. Was natürlich funktionieren würde, wenn die Tür dabei nicht abfällt. Das ist das Problem wirklich. Die Teilequalität ist so verschieden. An dem Punkt hält es wieder nicht so gut. Da reicht die Teilequalität nicht, um es nur an drei Noppen hier festzumachen. Und dann fällt es ab. So wirklich halten zum Spielen tun die meisten Sachen nicht. Auch hier vorne zum Beispiel, das ist so mit einer Klappfunktion gelöst, dass das hier vorne eben so zugespitzt verläuft. Das Problem ist auch, wenn man hier wirklich mal was berührt richtig, dann kommt das abgefallen oder das abgefallen oder das fällt nach unten ab. Es hält nicht so wirklich gut, sage ich ganz ehrlich. Spielen also nur sehr eingeschränkt wirklich, da müsste man wirklich sich noch Gedanken machen, wie man das Ganze vielleicht noch ein bisschen stabilisiert. Das kommt auch einfach davon, dass hier sehr viel Luft umbaut worden ist. Das sieht man, wenn man hier unten reinguckt. Da ist eigentlich alles Luft, wenn du hier so schaust. Das ist bei einem Kobi-Set anders. Da schichtest du und schichtest du. Hier wird viel Luft umbaut. Du bekommst natürlich ein größeres Set aus weniger Teilen. Obwohl das Set auch für 438 Teile nicht riesig ist. Da sieht man, es sind auch sehr viele Kleinteile dabei gewesen. Und es wird am Ende halt leider instabiler. Und das haben wir hier. Das ist sehr instabil, dadurch, dass quasi das meiste nur Fassade ist. Ein großer Pluspunkt sind aber trotzdem noch die gummierten Reifen. Das ist echtes Gummi. Und vom Fahren her macht es wirklich Spaß, muss man sagen. Also man hat richtig Grip. Ich finde dieses Geräusch auch ganz cool. Also richtig, wie als ob halt ein schweres Gefährt langfährt. Das macht schon Spaß. Also von dem Punkt wird es wieder Spaß machen zu spielen. Aber wie gesagt, wenn es dann immer auseinanderfällt, ist es halt nicht so der Hammer. Und dann haben wir das Problem, es ist primär eher ein Spielset. Und dann sage ich euch, ein Spiel hält es nicht aus. Und dann sage ich euch, dann könnt ihr es leider nicht kaufen. Weil klar, wenn ihr es schön findet, stellt es euch in ein Regal. Warum nicht? Kann ja sein, es steht da drauf. Aber es ist halt primär dazu gebaut, um zu spielen. Und das ist mit dem Set nicht so wirklich möglich, weil es dann auseinanderfällt. Heißt, ich kann euch in dem Fall leider keine Kaufempfehlung geben. Wenn es euch mehr auf den Bau ankommt, wie gesagt, der hat Spaß gemacht. Ja, dann kauft es euch, verkauft es dann irgendwie weiter oder so. Kein Problem. Wenn es euch am Ende um das Spielen geht, dann lasst lieber die Finger davon. Und im Endeffekt bleibt mir nichts anderes mehr übrig, außer euch zu fragen, wenn ihr dieses Set selber besitzt, schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Interessiert mich wirklich sehr. Vielleicht habt ihr was ganz anderes erlebt, habt bessere Teilequalitäten als ich erlebt. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Vielleicht sogar, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybricks.